In diesem Video werde ich euch meinen komplett neuen und mega einfachen Fortnite Chapter 3 XP Glitch zeigen. Mit diesem XP Glitch hier könnt ihr wieder jede paar Sekunden 100 oder mehr 1000 XP machen. Das Ganze ist ohne XP Cap und es funktioniert auch auf allen Plattformen. Falls ihr weitere XP Glitches sehen wollt und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade und somit verpasst ihr keine weiteren XP Glitches mehr. Wenn ihr Freunde habt, die Fortnite auch spielen und noch XP brauchen, dann teilt das Video auf jeden Fall auch gerne an eure Freunde. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich noch eine kurze Information für euch. Denn, falls ihr es noch nicht wusstet, ich verlose zurzeit auf diesem Kanal hier noch 5x 5000 V-Bucks. Und falls ihr einen von 5000 V-Bucks gewinnen wollt, also wenn ihr einmal 5000 V-Bucks gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier einmal abonnieren und dazu die Glocke aktivieren. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, müsst ihr noch einmal diesem Video hier ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One, PC oder Epic Games Namen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, habt ihr die Chance, ein von 5 mal 5000 V-Bucks zu gewinnen. Das Gewinnspiel wird dann genau am 1.2.2022 aufgelöst und bis dann habt ihr auch Zeit teilzunehmen. Jetzt würde ich aber sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video. So, und zwar, was ihr zuerst noch macht, ist ganz einfach, und zwar geht ihr einmal hin und startet ganz einfach, wie ihr das im Hintergrund seht, einmal den Kreativmodus. Sobald ihr diesen Kreativmodus jetzt gestartet habt, müsst ihr einmal warten, bis ihr da angekommen seid. Guckt euch auf jeden Fall das ganze Video an, denn hier müsst ihr auf jeden Fall ein paar Sachen diesmal beachten. Deswegen seid auf jeden Fall aufmerksam und macht das wirklich genauso wie im Video. Was ihr jetzt macht, ihr geht einmal an die Konsole dran und gebt einfach einmal genau den gleichen Inselcode ein, den ich hier eingebe, also 1213. Und dann einmal genau diesen Inselcode hier. Sobald ihr den abgeschrieben habt, ihr könnt das Video gerne kurz anhalten. Falls ihr es nicht richtig erkennen könnt, geht ihr einfach einmal auf Annehmen. Und dann sollte sich dieses Portal hier auch schon öffnen. Da lauft ihr ganz einfach einmal rein, genauso wie ich das auch mache. Und sobald ihr hier im Portal drin seid, wartet ihr jetzt ganz kurz, bis das Spiel automatisch gestartet hat. Dann solltet ihr jetzt hier schon mal ein paar XP bekommen, ist aber nicht sonderlich viel. Was ihr jetzt hier macht, ihr springt hier einmal drauf und schießt jetzt einmal mit jeder Waffe irgendwie ein Magazin auf diesen Reset-Knopf. Also wirklich mit jeder Waffe. Ihr habt in eurem Inventar müsstet ihr drei Waffen haben, mit der ihr schießen könnt. Da schießt ihr wirklich mit jeder Waffe ein Magazin auf diesen Reset-Knopf. Und wenn ihr es gemacht habt, baut euch jetzt hier einmal hoch und einmal geradeaus. Nicht zweimal, ich habe es jetzt hier falsch gemacht. Also einmal hoch und einmal geradeaus und auch nicht zweimal geradeaus, sondern nur einmal geradeaus. Weil wenn ihr euch zweimal geradeaus baut, dann fallt ihr aus Versehen hier runter. Das ist halt falsch, deswegen einmal geradeaus. Und dann seht ihr, wenn ihr jetzt hier einmal drückt, bekommt ihr jetzt die ganze Zeit XP. Normalerweise bekommt ihr jetzt hier 100 oder 120.000 jede paar Sekunden. Ich habe aber ein XP-Cap. Wie ihr dieses XP-Cap wegbekommt, habe ich euch hier auch gezeigt. Dazu geht ihr einfach mal auf den allerersten Link in der Videobeschreibung. Da hat ein Kollege von mir ein ausführliches Video hochgeladen, wie man diesen XP-Cap wegbekommt. Da geht ihr einmal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Geht dann einmal auf kostenloser Zugang mit Werbung. Das ist so eine Weiterleitungsseite. Dann guckt ihr euch hier diese Werbung kurz an. Dazu geht ihr einmal auf Entdecke interessante Artikel, müsst ihr 3 Sekunden warten, dann drückt ihr aufs X und dann geht ihr einmal auf ähnliche Themen und drückt dann auch nach 3 oder 4 Sekunden einmal aufs X drauf und dann solltet ihr sehen, dass ihr hier weitergeleitet werden. Dann geht ihr einfach auf Weiter zu Fortnite Glitch und dann werdet ihr hier weitergeleitet und dann hat euch mein Kollege gezeigt, wie man diesen XP-Cap wegbekommt. Könnt ihr euch auf jeden Fall gerne angucken, falls ihr auch nur so wenige XP bekommt wie ich. Ich bekomme hier ja nur 200 bis 300 bis 400 jede paar Sekunden und das ist halt nicht viel. Deswegen, falls ihr da euch das Ganze angucken wollt, erster Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich werde das Ganze jetzt hier noch ein bisschen laufen lassen. Falls ihr noch Fragen habt, falls ihr noch was wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.